Du musst den Schulwechsel in der Oberstufe vornehmen, dann kommt von mir, Leo Eckel, jetzt meine besten Tipps zu diesem Thema. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ganz ehrlich, ich musste zum Glück nie die Schule wechseln. Ich habe es aber bei einigen erlebt, wie es denen ging, sowohl Leute, die weggegangen sind in meiner Schulzeit, als auch Leute, die neu dazugekommen sind. Da sind mir einfach einige Dinge aufgefallen, die man, glaube ich, echt besser machen kann. Und gerade wenn du in dieser Situation bist, dann kommen jetzt meine besten 5 Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben will. Erstens, nutze die neue Chance. Ich glaube, viele sind, wenn sie in die Schule wechseln sollen, oh, verdammt, ich muss die Schule wechseln, oder ey, yeah, ich kann die Schule wechseln. Aber sind sich gar nicht bewusst, was für eine einmalige Chance ist. Du hast jetzt einmal die Möglichkeit, komplett von vorne anzufangen. Du kannst dich als, du kannst ganz andere Freundschaften schließen, du kannst einen ganz anderen Eindruck bei den Lehrern machen, du kannst von dir selbst einen ganz anderen Eindruck gewinnen und das ist so entscheidend. Wenn es vor allem um die Lehrer geht, schau dir einfach hier rechts oben unser Video an, wo ich ganz genau beschrieben habe, wie du eben dafür sorgst, dass du bei den Lehrern am allerersten Schultag, was ja für dich dann der Schultag ist, egal wann es im Jahr ist, es trotzdem erster Schultag an dieser neuen Schule, unbedingt anschauen, wird dir extrem stark helfen. Zweitens, finde einen guten Abschied. Und zwar natürlich nicht an deiner neuen, sondern an deiner alten Schule. Das bedeutet, wenn du extrem weit wegziehst, ist wahrscheinlich meiner Meinung nach am realistischsten zu sagen, okay, ich schließe mit meinen Freunden einfach ab. Ja, und man kann es eigentlich auch davon ausgehen, dass dieser Kontakt, egal wie sehr man sich das vornimmt, der wird einfach abflachen. Und das ist auch vollkommen okay. Weil du hast die Möglichkeit, neue Freunde zu finden. Wichtig ist dabei aber eben, dass du wirklich auch mit deiner alten Schule abschließt. Solltet ihr noch mehr in der Nähe sein, auch in der Freizeit noch was machen können, dann natürlich nicht, ja, dann könnte ich trotzdem Freunde bleiben, aber auch da muss ich sagen, ist meine Erfahrung oft, dass sich das mehr verliert, als man sich das vorstellen kann, weil man ja ein bisschen nur seine alten Freunde kannte, ne? Aber das Allerwichtigste, dass egal wie es verlaufen wird, du selbst damit fein bist, weil nur dann, wenn du in dir da ruhst, kannst du dich auch für neue Möglichkeiten an der neuen Schule öffnen. Drittens, sei eine neue Person. Leute haben da gar keine Ahnung davon, wie du bist. Das heißt, du kannst, auch wenn es vielleicht einmal ein bisschen weird klingen mag, du kannst die ersten paar Wochen viel besseres Bild von dir abgeben, als du eigentlich bist, weil was passieren wird ist, die Leute werden dich so sehen und dich so behandeln. Auf einmal wirst du dich selbst glauben, dass du diese Person bist und dich auch so verhalten und auf einmal wirst du wirklich zu dieser Person. Das ist ein richtig krasser Persönlichkeitsentwicklungsmechanismus, den du dir da unbedingt zunutze machen solltest. Du musst dich nur trauen. Du musst dich nur trauen. Hab ich das Gefühl, du belügst irgendwen, sondern versuch einfach nur, dich selbst aktiv in dein nächstes Higher Self zu pushen, das kann nämlich extrem gut funktionieren. Viertens, suche direkt Anschluss. Ich glaube, eins der schlimmsten Dinge, die passieren kann, dass du an eine neue Schule gehst, das Gefühl hast, Alter, was sind das denn hier für Leute? Ich komme mich überhaupt nicht klar, weil man merkt einfach, so dieses soziale Aufgenommensein ist einfach extrem wichtig für unser psychologisches Wohlergehen. Deswegen kümmere dich da unbedingt darum, dass du schaffst. Sei oft für Leute, auch wenn die nicht so sind wie deine alten Freunde und das, was du erwartet hättest. Sei einfach trotzdem offen, lerne Leute kennen, komm in eine neue Clique rein. Das ist einfach super wichtig für dich. Fünftens, scheue keinen Freundeswechsel. Wenn du vielleicht gerade am Anfang durch deine Offenheit dann irgendwie halt bei den einen sitzt, ja, und eigentlich froh bist, dass du überhaupt bei denen sitzen kannst, ja, und dann aber irgendwie so nach 3-4 Wochen merkst, okay, shit, irgendwie sind die viel cooler oder die passen viel besser zu mir, dann scheue da auch nicht diesen Freundeskreis. Wechsel, ja, weil ich meine, natürlich, die haben dich aufgenommen, das ist super cool und mit denen kannst du ja trotzdem cool bleiben, aber wenn du dich einfach zu den anderen mehr hingezogen fühlst, dann macht es auch viel mehr Sinn, dass du dich mit denen Zeit verbringst. Deswegen habt ihr nicht irgendwelche Schuldgefühle den Menschen gegenüber, die den Einstieg erleichtert haben. Du kannst ja trotzdem nett sein, aber wenn du einfach mit anderen mehr Zeit verbringen möchtest, dann tu auch einfach das. Du musst das tun, was dir gut tut, ansonsten hilfst du absolut niemandem. Und in der Situation, wo du neu an die Schule kommst, ist vor allem in deiner Verantwortung, dass du dich selbst sehr gut integrierst. Und das funktioniert natürlich am besten bei Menschen, bei denen du dich auch am wohlsten fühlst. Ansonsten, wenn du diesen Schulwechsel auch dafür nutzen möchtest, um richtig krass in der Schule grundsätzlich durchzustarten, dann komm gerne in unser Traumabitur-Coaching-Programm. Da sind viele andere Leute wie du, die einfach Gas geben wollen in der Schule. Alles, was du dafür tun musst, ist unter diesem Video auf den ersten Link gehen. Und dann wählst du einfach eine Uhrzeit aus, wenn du angerufen werden möchtest. Meldet jemand aus meinem Team bei dir, sagt, ey, was geht bei dir? Wo stehst du? Wo willst du in der Schule hin? Können wir helfen? Wenn dem so ist, werden wir beide persönlich miteinander sprechen und dann eben schauen, ob ich vielleicht sogar wirklich dein persönlicher Coach werde. Also trag einfach unten im ersten Link in der YouTube-Beschreibung deine Uhrzeit an, wann du angerufen werden möchtest. Und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.